Liebe Zuhörer und Interessierte, leider etwas später, wie versprochen, aber weil ich schon unterwegs war und konnte nicht früher. Aber ich wollte trotzdem noch hier dieses Video machen, und zwar dem Herrn Robert Sesselmann zum Wahlsieg gratulieren. Und ich habe nicht mehr dran geglaubt von heute Morgen, weil alle anderen Parteien, Grüne, SPD, CDU und Linke, haben ja dagegen gewettert und alles dafür getan, dass Herr Sesselmann nicht in den Landrat einzieht. Ich habe jetzt hier verschiedene Zeitungsartikel, Nachrichten, und es kommen auch schon so die ersten Meldungen, dass hier ein großes Beben oder hier, wie kann man Rechtsextreme hier reinwählen, was jetzt die große Befürchtung ist, dass man jetzt die Arbeit von Herrn Sesselmann vielleicht richtig schwer macht, dass die anderen Parteien da voll dagegen sind. Und wir werden jetzt mal sehen, wie sich das jetzt hier alles hier weiterentwickelt, ob er überhaupt jetzt hier seine Arbeit aufnehmen kann, ne? Weil er braucht ja, ich weiß nicht, ob der andere Parteien da braucht oder kann im Landrat da selber regieren. Aber wir gehen mal durch, weil der Ministerpräsident ist ja hier Bodo Ramelow, und der ist ja voll gegen alles hier, was AfD betrifft, und Zusammenarbeit will ja keine einzige Partei machen, ne? Da distanzieren sich ja alle von, ne? Aber die Wellen schlagen hier schon ganz hoch, ne? Ich lese mal hier so ein paar Artikel, nur die Überschriften, und dann gehe ich mal hier in die Kommentare rein. Und dann nochmal habe ich hier von der AfD ein Programm, sollte die auch mal reingehen, was ich da ganz gut finde. Also bleibt bis zum Schluss, hochinteressant, was da in den ersten Seiten da steht. Kostenloses Abo dalassen, das Video teilen und liken und Kommentare reinschreiben. Ne? Ja, die AfD hat erstmal in Deutschland eine Landratswahl gewonnen. Ihr Kandidat Robert Sesselmann setzt sich im Thüringer Kreis Sonneberg am Sonntag in der Stichwahl gegen den amtierenden Landrat Jürgen Köpper von der CDU durch. Das teilte das Wahlamt am Sonntagabend mit. Ist ja schon sehr erstaunlich. Meistens hätte ja die CDU gewonnen und AfD wieder auf Platz 2, aber diesmal ist es umgekehrt. Ne? Also hier, ne, das Ergebnis: 58,2% der Stimmen. Ne? Und Köpper kam nur auf 47,2%. Hier ist Thüringen, wo Bodo Ramelow regiert, Minderheitsregierung. Und dann darf man nicht vergessen, dass er auch regiert mit. Ja, das war ja damals auch, wo Merkel aus Afrika hier die Wahl mit Hilfe der AfD in Kemmerich für ungültig erklärt. Nicht, dass jetzt Olaf Scholz auch wieder ankommt. Hier ging es nicht mit rechten Dingen zu. Das muss nochmal neu gewählt werden. Wir werden sehen, was es so die Zukunft hier bringt. Ob man das hier auch hier für möglich hält, man weiß es nicht. Also hier ist jetzt Sonneberg, ne? Landtag gehen, um hier Erfurt. Ne? Und ja, wir werden sehen, er muss es hier liefern. Jetzt ist die AfD jetzt in der Verantwortung. Wir werden sehen. Da bitte ich mal die Einwohner von Sonneberg, ob die denn da jetzt hier in den nächsten Jahren, jetzt vielleicht noch nicht, aber sagen wir mal, in den nächsten halben Jahr schon eine Verbesserung sehen, weil da ist ja auch bestimmt einiges in Argen mit Krankenversorgung, Feuerwehr, Schulen, Lehrermangel, Straßen kaputt. Also da können wir mal darüber berichten, was hier so jetzt in Sonneberg sich verändert. Ne? Bin ich ja mal gespannt. Ja. Linke, SPD, Grüne und FDP in Thüringen hatten für eine hohe Wahlbeteiligung und Unterstützung des CDU-Bewerbers geworben. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,6%. Das ist ja schon gut, sag ich mal. Im ersten Durchgang vor 2 Wochen waren es nur 49%. Also haben die 10% nochmal mobilisiert. Ne? Der Landkreis im Thüringer Wald mit 57.000 Einwohnern und rund 48.000 Wahlberechtigten ist einer der kleinsten in Deutschland. Ja, so wird gewählt. Ja, das ist jetzt, das sind die Gratulanten, Björn Höcke und, ne? Ah ja, hier, Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow sieht den AfD-Wahlerfolg im Landkreis Sonneberg als Signal der Unzufriedenheit. Ich glaube, wir müssen den Geist der deutschen Einheit neu definieren. Ja, am besten zurücktreten und Neuwahlen machen.
den Geist der deutschen Einheit. Es ist unfassbar, aber das könnte, ich weiß nicht, da sind ja nächstes Jahr auch hier Landtagswahlen und er, da ist ja die AfD auch die stärkste Partei. Wenn das hier so weitergeht mit der grünen Politik, mit den ganzen Verboten, mit den ganzen Gendern und Heizungseinbau, da kriegen die Leute doch im Osten richtig Angst und die gehen da nicht mit und wählen dann aus Angst schon die AfD, weil die das ganz anders aufzieht und weg von diesen ganzen Verboten und Bevormundungen. Ne? Das ist, ja, weil die Wähler merken das, die sind nicht dumm. Die Wähler, ne, das geht alles vom Volke aus und wenn man jetzt der AfD folgen darf, dann läuft das jetzt hier schon in die richtige Richtung. Ne? Der Zentralrat der Juden zeigt sich dagegen tief erschüttert vom Wahlerfolg der rechtspopulistischen AfD. Ja, um es klar zu sagen, nicht jeder der AfD-Wähler hat einen Rechtsextrem, genau, die wenigsten vielleicht. Ich weiß, sind da überhaupt noch welche drin? Ja, weil viele sagen ja auch, die AfD wäre die frühere NPD. Das stimmt ja überhaupt nicht, ne? Ja, also da muss man hier, ja, das ist ja auch, was ich im anderen Video sagte, muss die AfD sich da vielleicht nochmal neu verbessern, nochmal neu reformieren. Tja, um das gleich hier rauszubekommen, damit hier keine Angriffsfläche ist. Ich gehe mal hier in die Kommentare rein. Gibt es bestimmt wieder positiv und negative. Warte mal, kann ich hier sichtbar machen? Die AfD gehört mit zur BRD, Besatzungssystem. Was ist denn damit gemeint? Jetzt mit hier, dass man von Amerika besetzen und dass die Amerikaner da vielleicht noch mit reinreden werden. Ja, hoffe, ihr macht es besser als die anderen Hirnlosen. Wünsche dir alles Gute. Ja, also damit auch Gratulation, das sehe ich genauso. Herzlichen Glückwunsch und los geht's. Und da bin ich ja mal, das können ja eigentlich jetzt nur die Sonneberger sagen. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare rein oder auch in den anderen, ja, schreibt mal in die Kommentare rein, dass man hier, dass man im Westen in Düsseldorf das auch spürt und das nachverfolgen kann, ob sich da jetzt wirklich was verbessert. Wähle schlau, wähle blau. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Endlich. Tja, nichts Negatives. Gehen wir mal. Gratulation. Weiterer Kommentar. Klasse Erfolg einer demokratisch gewählten Partei. Jetzt sachlich Arbeit leisten und den Ampelvolk zeigen, was Politik für die eigene Land. Ja, genau. Jetzt müsst ihr das müsst ihr liefern, ne? Liebe AfD. Und ich denke mal, wir werden sehen, ne? Nach einem Jahr oder sagen wir mal nach zwei Jahren müssen wir mal da nochmal reinschauen und das auf dem Schirm haben, ne? Es kann eigentlich nur besser werden. Viel Glück. Ich weiß nicht, ob die Leute da alle aus Sonneberg kommen. Ja, schreibt mal einer einen Kommentar rein, wo, ob jemand hier zuhört aus Sonneberg, weil das, ne, Grüße gehen raus. Seid ihr erfreut oder seid ihr jetzt schockiert? Bin mal gespannt, wie da so die Resonanz ist, ne? Weil die, die nicht wählen, interessiert das denen nicht oder ja, ne? Besser wäre, wenn das so 80% für Sonne, für Sesselmann wäre, weil dann weiß er, hat das ganze Volk hinter sich. Ne? Aber nun ja, wir werden sehen. Auch wenn die Sonneberger für ihre Wahlentscheidung nicht das Bundesverdienstkreuz erhalten, der Beifall vieler ihnen ist sicher. Endlich. Die etablierten Parteien fühlen sich so sicher, dass sie zu undemokratischem Verhalten aufrufen. Ein einfach am Volk vorbei regieren. Gerne probiere ich nun das Experiment rechts aus. Vielleicht machen Sie es ja wirklich besser. Glückwunsch, Herr Sesselmann. Ich gehe mal in eine andere Zeitung rein. Hier die Welt. Ja, ich habe jetzt hier eine Welt online. Ist es Wähler klar? Für viele Wähler klang rechtsextrem offenbar wie eine Auszeichnung. Ja, das ist eine negative Auszeichnung und ich finde, das passt überhaupt nicht da rein. Finde ich eigentlich schon eine richtige das wäre gleich, wenn man zur SPD oder CDU sagen würde, ihr seid rechtsextrem oder die Grüne. Und dann ist das schon direkt eine hohe Beleidigung, so sehe ich das hier halt. Ne?
Ja gut, der Text wird hier gleich mal, ne? Aber stellt in Sonneberg erstmal einen Landtag in Deutschland, ne? Das ist dann so gleicher Text. Und hier waren wohl Fernsehteams aus Israel und USA dazu gereist. Ist die Frage, wie das da gesehen wird. In Israel bestimmt mit Schrecken, weil die vergleichen die AfD mit Hitler und NSDAP. Ne? Da kriegen die direkte Panik. Aber ich weiß nicht, da muss die AfD auch irgendwie vielleicht da ein bisschen da den Wind den Leuten aus dem Segel nehmen. Ne? So. Genau, immer hier nochmal extrem. Ja, Extremismusforscher nach Sonneberg war. Das geht dann direkt schon los und alles. Ist das der Ausgangspunkt für eine Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU? Von der AfD aus bestimmt. CDU hat der Herr Merz gesagt, nein, kommt auf gar keinen Fall in Frage. Aber wir werden sehen, wie nächstes Jahr auch die Landtagswahlen sind. Ne? Also auch wieder gleicher Text hier. Landratsrat war AfD-Politiker. Während sich die Politiker anderer Parteien kritisch äußern, warnt ein Extremismusforscher vor einer neuen Koalition. Ach, der warnt davor. Naja, das, da soll er auch mal vorwarnen hier vor FDP und Grüne. Da muss er ja auch vorwarnen. Für die Ampelregierung muss er ja auch vorwarnen, der gleiche. Weiß nicht, wie heißt er denn? Sagt Quent. Im RND. Die Wahl ist eine Bestätigung für den rechtsextremen Radikalisierungskurs von Björn Höcke. Naja, also das ist ja schon wieder eine Unterstellung, aber das ist halt der Angriffspunkt, weil er so erfolgreich ist, versucht man hier, Herrn Höcke, das ist der Sesselmann, Chrupalla, ja, wie gesagt, womit ist die AfD besser bedient, wenn man Höcke irgendwie einen anderen Posten nach Brüssel oder ja, soll er bleiben? Haben die AfD ohne Björn Höcke auch noch die 30%? Ist das nur eine Person zuzuschreiben oder halt der Partei? Das wäre mal hochinteressant. Ja, aber die 30% braucht die AfD. Die brauchen den starken Osten, die brauchen den rechten Flügel, sonst ja. Na, was ist denn hier? Björn Höcke ist Vorsitzender der Thüringer AfD, die als gesichert rechtsextrem angehört. Naja. Hier, Ramelow, ich glaube, wir müssen den Geist der deutschen Einheit neu definieren. Ja, Thüringens SPD-Boss nennt Ergebnis Alarmsignal für alle demokratischen Kräfte. Ja, die AfD ist auch demokratisch gewählt und kann man nicht anders sagen, was bilden sich eigentlich ein, die anderen Parteien? Aber ich glaube, die AfD ist langsam angekommen. Die kann man nicht mehr wegignorieren. Und das machen ja die anderen Parteien. Siehe im Bundestag, wo immer ein Bundestagspräsident immer nein abgewählt, nein abgewählt, nicht bestätigt. Ich glaube, das wird irgendwann mal vorbei sein. Und da ist wirklich gut, dass die AfD da auch einen Kanzlerkandidaten aufstellt bei 20, 25%, wenn die bestimmt noch bekommen. Jetzt gehe ich auch mal rein, was vielleicht hochinteressant ist, und zwar in die AfD-Präambel, warte mal, wird das schärfer? Ja, warte. Programm für Deutschland, ne? Also hier ist das hier AfD 2023 und da steht drin, was ich hochinteressant finde, Volksabschied, Präambel, Demokratie und Grundwerte. Ne? Also hier steht Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild. Finde ich total gut. Also eine direkte Demokratie, das zu wichtigen Fragen, dass die überhaupt in der, ich glaube, das ist die einzige Partei, die das im Parteiprogramm haben. Ne? Das weiß bestimmt so keiner. Also man sollte das mal hier lesen. Ne? Also Wehrpflicht wieder einsetzen, also NATO als Verteidigungsbündnis, also ja genau, also nicht raus aus der NATO, sondern die NATO als Verteidigungsbündnis sehen. Und weiß ja, ob. Also das finde ich schon mal gut. Schlanker Staat für freie Bürger, Gewaltenteilung gewährleisten, Trennung von Amt und Mandat. Vielleicht kann man auch die Macht der Parteien beschränken oder die Mandatszeit vielleicht auch beschränken. Ich weiß nicht, ob die da auch für sind. Arbeitsmarkt, Soziales. Ich guck mal da mal rein. Das ist ja auch so ein. Ich gehe jetzt nur mal hier so die Überschriften durch, grob. Ich weiß nicht, ob ich das mal so ein Video zu machen soll, so ein Vierteiler. Und stellt euch mal das Wahlprogramm mal so vor, was die da mit da reinschreiben. Das hört sich aber so von der Überschrift schon sehr gut an. Ne?
Jobcenter aufwerten, Bundesagentur für Arbeit auflösen und kommunale Jobcenter, Mindestlohn beibehalten oder erhöhen, da müssen auch die Renten erhöhen, müsste auch wieder drinstellen, Arbeitsmarkt von unbürgerlicher Bürokratie befreien, Pflege durch Angehörige aufwerten, finde ich gut, aber Rente steht nicht drin, ne? Kann ich hier nichts sehen. Dass man die Rente vielleicht erhöhen muss, aber was ich jetzt hier schon, weil das muss ja alles irgendwie auch finanziert werden. Genau, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Sehe ich genauso, ne? Kritik am Islam muss erlaubt sein. Islam, ja, das ist hier was, wo sich viele Kritiker dann auch hier stoßen, ne? Einwanderung aus der EU, keine irgendwelche Einwanderung, waren ja immer schon gegen, ne? Hochschule, Wirtschaft, digitale Welt, Verbraucherschutz, also schon sehr viele Punkte, was hier angeschnitten wird. Mittelstand als Herz unserer Wirtschaft sehen, staatliche Subventionen reduzieren. Ja, das sieht schon Finanzen, hier würde ich sagen Vermögen und Erbschaftssteuer abschaffen. Ja, aber wie wollen denn, oder halt hier, da muss Vermögen und Erbschaftssteuer müssen eigentlich eingeführt werden, weil die Reichen werden immer reicher und die Armen immer mehr. Und wenn die AfD so eine Partei für das normale Volk ist, müssten eigentlich die Vermögen und Erbschaftssteuern viel höher sein, wie das auch in anderen Ländern ist. Das ist ja katastrophal hier in Deutschland. Da werden auch keine abwandern, das ist ganz klar. Ne? Aber wir werden sehen. Ja, das sind dann schon die Punkte. Ich kann hier nochmal hier so reingehen, weil ich der liberale Demokratie und Grundwerte, und das finde ich schon ganz gut, Demokratie und Grundwerte. Wir wollen Deutschland reformieren, Wurzeln anknüpfen, Staatsapparat, aber das fand ich gut. Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild, und das läuft ja sehr gut in der Schweiz. Ne? Die AfD setzt sich dafür ein, die Volksentscheide in Anlehnung an das Schweizer Vorbild, also direkte Demokratie in Deutschland einzuführen. Das finde ich ja schon mal sehr gut, und ich glaube, das hat keine andere Partei in ihrem Programm drin stehen. Ne? Das finde ich schon mal ganz vorne halt. Ne? Dieses Recht wird in kürzester Zeit mäßigen Parlament keine Flucht offenbar in unseren Gesetzesvorhaben eindämmen. Das finde ich schon mal ganz gut. Ne? Vielleicht kann man da auch die ganzen Parteien oder hier so, dass die nicht für acht oder ewig im Bundestag sitzen, dass da auch Leute sitzen, die einen Schulabschluss, 35 Jahre, irgendwie auch Berufserfahrung, dass da nicht nur Studienabbrecher alle da drin sitzen, ne? Oder halt generell verkleinern. Aber da habe ich auch schon mehrere Videos zu gemacht. Ja gut, also wie gesagt, also nochmal Glückwunsch, Herr Sesselmann. Jetzt sind sie dran, jetzt müssen sie liefern, und bitte schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht, dass jetzt hier ein AfD-Mann im Landrat in Sonneberg ist. Dann bis zum nächsten Video.